Wollen wir mal gucken. Mit einem normalen Ferrari 800, 458 Italia. Baujahr 2009. Ob ihr da eine Chance habt. Ist es nicht. Der Sound ist auf jeden Fall da. Aber er fährt sich geil. Es ist schon mal ein Auto, wo mir schon wieder gefällt. Von der Stange einer, der Blinker ist geil vorne. Längs, ja, geil. Hier das Licht. Das ist ein reines Ferrari-Rennen. 430. Oh, ist das ein schönes Ding. Er ist sofort da, er ist sofort da. Stell dir mal vor, ich tu den noch, Alter. Der brüllt jetzt schon. Ich liebe das Auto. Ferrari ist mein Lieblingsauto, ohne Scheiß. Sieht auch schön aus. Ah, ja, diese Form. Richtig geiles Auto. Also im echten Leben könnte ich mir so ein Auto vorstellen. Den hatte ich auch nachher neu gekauft. Nur ein einziges Mal habe ich den, glaube ich, getestet. 26 Kilometer. Das ist ein Oldtimer, der bei mir. Ob der Kalten kann er zeigen, was er drauf hat. Normales Auto von der Stange. Boah, ist nicht schlecht. Bei 60 hier darum. Dreimal sind locker drin. Außer auf einer Geraden, da könntest du 320 schaffen. 70, 300, 330, 360, gibt 30 Schritt bei den Ferrari. Da liegt gut, da brauchst du keine Angst. Kein Zucker, kein Wackel, kein gar nichts. Das Auto ist abgeschrieben, das merkst du gleich am Lenken. Der Audi von vorhin, der war schwammig. Mit Fahrwerk und allem drum und dran. Der hier, abgestimmtes Fahrwerk. Liegt geil auf der Straße, knüppelhart, kannst du sagen, fast. Man macht nicht so Metz. Ja, danke, ich rüber und rüber. Und mit der Fahrwerk drin hat und alles, ist der geil. Das fährt ruhig, richtig ruhig fährt er. Ja. Macht Spaß. Das Auto macht Spaß. Macht. Ferrari ist eh ein Auto, was richtig Spaß macht. Aber das ist leider nicht habe, der 58er Rot. Ich habe mir halt ein Gelb gekauft. Genau, mit Handbremse. Damit er schneller rein kann. Und beschleunigen kann. Mit Gas. Weiß nicht, was von auf Platz 1, 2 ist. Ja, Ferrari werden aber große sein.
430, 206 Burger. Okay. Nee, macht jetzt aber nichts. Schmut musst du haben. Heck, komm, egal, gegenlenken. Weiter geht's. Vollgas, komm. Oh, das sind zwei Plätze. Wenn ich die kriege, wäre es gut. Ich glaube schon. Weil du kriegst ab 5, glaube ich, nochmal eine halbe Minute. Für dieses Rennen. Diese wöchentlichen Rennen. Ferrari ist sogar ein gelb hübsch. Das ist wirklich ein Auto, das ist richtig geil, die Form und alles. Ja, das guckt da dröhnt und macht Rabauts. Gas hier, wir müssen die jetzt holen. Das da vorne ist ein Ferrari Dino, hundertprozentig, der erste. Das ist ein seltener Sportwagen, oder? Das ist ein teurer Ferrari. Weil der geht ab wie die Drecksau, der riecht richtig gut und alles. Eigentlich schon raus, wie es geht, Alter. Wir haben schon die Kurven so eng, wie es geht, unmöglich. Jetzt komm, gib Gas. Das wird das Gleiche, wenn ich nicht habe. Doch, ist das gleiche, das ist ein Alter. Der auf Platz 1, der geht ab wie die Sau, ich kenne den nicht. Den kriege ich auch nicht, das kannst du vergessen. Da ist mir zu schnell. Lässt sich nicht unter Druck setzen. Das ist ein scheiß Rex. F.X. Und Enzo. Ich sehe es nicht, ich komme nicht ran. Ich sehe erst, wenn ich verloren habe, weil sonst schaffst du nicht. Ich habe aber auch kein Ferrari, der rankommt an den. Überrundet die anderen schon? Alter. Gibt's überhaupt nicht.
so, ne? Der Dino. Er fährt hinterher, das ist gut. Gut. Zwei Namen gemacht, egal. Ja, ist zu schnell abgegangen, ey. F8. Wir gucken auf ihn an. Den will ich von innen sehen. Probleme zu halten, weil na, guck mal. Die Kohle reicht, dass wir die Kiste auftunen können. Ich hab hier. Fahrzeugwechsel, ich weiß nicht. Den hättest du noch. Der hat 612. Der Dino hat 663, der hier 300 GTB, der hat 692, der hätten schon satt gemacht. Und der 652er hätte sie abgepackt. Und der von König, Testarossa, weiß ich nicht, ob der nicht gepackt hätte. Und da hast du die Gruppe 1 Klasse, das ist total scheiße. Da musst du gucken, was du da für ein Auto nehmen kannst. Also, Gruppe 1, ey, da brauchst du richtige Sportwagen. Wie hier Audi. R18 oder sowas. Nicht mal die kommen hinterher, die BMWs. Ja. 950 brauchen die haben. Oh, jetzt sind wir schon an. Also brauchst du mindestens ein, das 900 hat. Hier. Red Bull. Genau. 10 Runden brauchst du. Das ist auf der großen Red Bull-Wagen.